Ja, moin moin, meine ganz herzlich zurückwillkommen auf dem Kanal und ja, heute mal wieder zum Maniac, also was Digitales. Und ja, wir sehen hier schon wieder schön die Ausgabe, die Abo-Ausgabe mit dem Abo-Cover. Und ja, das sieht mir doch so ein bisschen nach Harry Potter aus, ne? Das ist doch hier die super Zauberschule, ne? Ja. Da haben wir Portkey Games präsentiert, Hogwarts Legacy. Jo, alles klar. So, digital. Was geht überhaupt bei mir im Moment digital, bevor ich hier loslege? Meine definitive Empfehlung, wer Bock drauf hat, mal wieder ein schönes altes JRPG zu spielen, was so ein bisschen den Charme und auch 1, 2, 3 Anspielungen auf Spiele wie Chrono Trigger oder Final Fantasy 5 und 6 hat, der schaue sich Chained Echoes an. Jawohl. Und das ist definitiv meine Empfehlung für alle, die noch so ein bisschen Retro-Charme haben. Und ja, es wird bezeichnet als Liebesbrief an die alten JRPGs. Und ich glaube, aus Deutschland kommt das sogar. Definitiv auschecken ist jetzt raus. Wir spielen es natürlich auf der Switch, weil, ja, ne? Kommt aber auch auf anderen Konsolen raus. Und liegt irgendwo bei 24, 25 Euro als Download-Version. Nächstes Jahr soll dann angeblich irgendwie aber in Q3 erst, also im dritten Quartal, soll dann auch eine physische Version rauskommen und unter anderem als nostalgisches, supergeil, in der Super Nintendo-Verpackung. Total gut. Mal schauen. Also bis jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Stunden auf dem Buckel. Und das ist definitiv schon genug, um zu sagen, wer solche Spiele mag, schaut es euch an. Gut, ich denke mal, die meisten werden es sowieso gesehen haben. Es ist durch die Medien gegangen, hoch und runter durch die Socials, ne? Und ich denke zu Recht, ich denke zu Recht. So, Gun Rave Gore. Das, ja, das klingt gesund, ne? Ab 18? Ja, wunderbar. Mega Man, jawohl. Alles klar. Auch immer geil, wo wir gerade bei Switch sind oder generell, es gibt ja diese Mega Man Packs irgendwie in zwei oder drei verschiedenen Zusammenstellungen und jeder, der irgendwie so eine Hassliebe zu Mega Man pflegt, wie ich das tue, habe ich ja schon mal gesagt, der ist auch mit solchen Packs immer sehr gut bedient. So, wir schauen aber mal rein. Das Callisto-Protokoll, ja genau, deftig, gab es ja auch Diskussionen, ob das vielleicht zu deftig ist, also ich bin der Meinung, zu deftig kann es nicht sein, ne? Wir haben früher immer alles gespielt, je blutiger, desto besser und ja, gut, der Realismus nimmt natürlich zu, früher sind halt so ein paar rote Pixel über den Bildschirm geflogen, heutzutage ist das schon ein bisschen was anderes, aber ja, ich bin generell gegen Zensur schon immer gewesen und deswegen, ja. Ein Hoch auf ab 18 Videospiele, sage ich dazu nur. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wie gesagt, Top-Thema, aber Callisto-Protokoll aktuell. Was haben wir denn? Nachrichten natürlich, Retro-Test und so weiter und so fort. So, Coming haben wir dann am Start. Wie üblich, was auf uns zukommt. Previews. Ach, da lese ich doch schon mal Warhammer 40k, yo. Spiele-Tests natürlich auch sehr interessant. Dragon Quest, ja, okay, alles klar. Crisis Core, da bin ich mal gespannt, was die Herrschaften hier dazu sagen. Nachspiel haben wir dieses Mal Far Cry 6, Dying Light und Freispiel Call of Duty Warzone 2.0. Import Only, Dragon Quest X, ah, okay. Ja, Dragon Quest natürlich auch so eine Sache, ne? Download Only. Und da haben wir auch Chained Echoes. Ne? Front Mission First Remake übrigens auch sehr geil, aber mir zu teuer im Moment noch. Das ist schon ein bisschen frech, ne, für so ein älteres Spiel. Gut, wir gucken einfach mal. Dann natürlich noch Extended, Interaktiv, Rubriken, ihr kennt die Nummer, rechts haben wir den Spieleindex. Ach, der Mega Man, der war da, weil wir 35 Jahre Mega Man am Start haben. 35 Jahre. Das ist schon eine Aussage, ne? Eine Ansage, eine Aussage wahrscheinlich auch, aber hauptsächlich eine Ansage. Mein Gott, Walter, ey. Das ist schon eine geile Nummer. 35 Jahre, okay, alles klar. Da merkt man erstmal, wie alt man ist, ne? Deswegen überkommt es mich gerade so. Jo, Crisis Protocol. Deftig, deftig wurde gesagt. Gut ist die Meinung, ja, okay. Why not, ne? Die Foto-Story, eine Foto-Love-Story. Ja gut, wohl eher Foto-Gore-Story als Love-Story. Aber, ja gut, ich sehe jetzt nichts, was jetzt so verwerflich wäre, dass man das, ne, wer Mortal Kombat gespielt hat oder so, weiß ich nicht, ob das noch irgendwie irgendwen schockt. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt irgendwie so durch die Medien gegangen ist. Vielleicht ist die Stimmung da so düster, aber es ging ja, glaube ich, hauptsächlich um die Gewalt. Tja, man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, dann geht es weiter mit aktuell. Jo. Was haben wir denn da Schönes? Nachrichten, bla bla bla. Okay, wir schauen mal ein bisschen hier rum. Ihr schaut auch ein bisschen rum.
Kein Krypto in GTA 5. So, da wisst ihr es. Sonys PS5 Vorbestellaktion. Ja, genau. Irgendwie, da war ja was. Ich hörte davon, dass dann irgendwie im Januar was passieren soll. Ich bin gespannt, Aber ja, wir sind mit der Switch im Moment sehr, sehr glücklich. Und ich weiß gar nicht, ob zeitnah eine PS5 überhaupt ins Haus muss. Weil A, keine Zeit. Ne? Ich habe ja auch noch so ein, zwei andere Hobbys neben der Arbeit. Und B, bin ich im Moment mit der Switch 100% zufrieden. Klar, so Grafikkracher kann sie nicht. Aber wenn ich dann meine Zeit sowieso in solche Perlen wie Chained Echoes oder so stecke, dann brauche ich das auch nicht. Ne? Aber das muss jeder selber wissen. Was haben wir denn hier? Die Geheimnisse von Monkey Island auf Carpa-Tour mit den mit Pixel-Piraten. Okay. Okay. Ein Buch über Monkey Island. Das ist ja mal cool. Dino Forms. Elden Ring wieder schön mit Katja. Ne? Das Büchlein auf so einen Scheiß stehe ich ja. Ne? Ja, aktuell, wie gesagt, immer praktisch für alle Leute, die ja, aktuelle News sich anschauen wollen. Wer hätte das gedacht? Und so weiter und so fort. Und wie ich immer sage, für die, die nicht permanent Zeit haben, sich irgendwie die Sachen anzuschauen im Internet, immer super gut. So, Evercade iXP, das Hochkant-Handheld im Test. Ja, und wir sehen hier auch schon diverse... Hochkant-Handheld, habe ich das gerade richtig gelesen? Okay, ach nö, echt Hochhand? Hochkant? Man fasst es nicht. Ja, scheint aber auch nochmal quer zu gehen. Ja, Retro ist schwer in, wir sehen es mittlerweile mal wieder hier, ne? Und The C64 Collection, wie geil ist das denn? Da wäre natürlich auch Erinnerungen wach. Auch mal wieder interessant, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Und ich freue mich als alter Mensch, dass Retro total in ist. Früher haben wir immer die geilsten Grafiken und so am besten. Und aber ziemlich schnell kam dann halt die JRPG-Schiene. Und ja, da ist 16-Bit immer noch meine Lieblings- Ära definitiv. So, Coming. Spieletermine, liebe Leute, haben wir hier. Und da sehen wir den guten Mann mit dem Strohhut auf dem Kopf. One Piece, auch aktuell im Trading Card Sektor sehr gefragt, weil das neue Spiel ist raus. Falls ihr da irgendwelche Affinitäten habt, schaut mal hier auf dem Kanal. Da gibt es aktuell auch noch eine Verlosung. wenn ihr euch beeilt, die läuft nämlich nur noch diese Woche. Bis, ja, Samstag, glaube ich, genau. So, Spieletermine. Und wir sehen, es ist nicht viel neu eingestiegen. Die Liste sieht relativ unrot aus. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch Schönes haben. Forspoken, jo. Oh, das sieht aber cool aus, ne? Preview hier, Preview da. Schauen wir mal weiter. Wir wollten unser neues Spiel für die ganze Welt auslegen. Ja, okay. Kann man machen, ne? Kann man mal machen. Ja, da sind wir schon wieder von Karten quasi in meine, ihr seht, meine anderen Hobbys verschmelzen mit dem Video, spielen. Vom One Piece Trading Card Game zu Warhammer 40k natürlich auch im Tabletop-Bereich irgendwie immer noch eins meiner Lieblingssysteme bzw. meine Lieblingsminiaturen. Dann haben wir Hogwarts Legacy von Titelblatt direkt hier rein. Die Collector's Edition natürlich mal wieder etwas nobler, wie man das so kennt. Ja, und da haben wir den Mega Man. 35 Jahre Mega Man, was soll ich dazu sagen, ne? Super, super cool. Am 17. Dezember 1987 erschien der erste Teil. Wow. Oh Mann, damals war ich gerade mal 7. Unglaublich. Und schon damals war es schwer. Auch für Kinder war es schwer, also zumindest für uns. Wir haben, ja, da ganz schön viel geflucht und die Controller durch die Gegend geschmissen, das kann ich euch sagen. Der 16-Bit-Hit, ja. Ah, da werden Erinnerungen wach, ne? Schön. Schön und gleichzeitig packt mich auch schon wieder so die leichte Wut. Das ist, wie gesagt, diese Hassliebe zu Mega Man. Aber es ist halt absolut Kult und wer Mega Man nicht kennt, falls es solche Leute noch gibt, gönnt euch mal den Spaß. Definitiv. So, es war einmal Dezember 2002. Jo. Screen Fun Game Pro. Players und die Maniac natürlich. Ja, Resident Evil Zero war auf dem Cover. So, wir gucken uns aber die Tests an. Crisis Core. Final Fantasy 7 Reunion. Ich habe da mal irgendwie ein paar Minütchen reingelinst beim Gregor von Greg's RPG Heaven. Und ja, es ist halt sehr modern. Ich bin eher Fan von den alten Spielen, wie ihr wisst. Aber ja, die Wertung spricht für sich, nicht wahr? Dragon Quest Treasures, auch sehr gut abgeschnitten hier, ne?
Natürlich. So, The Devil in Me, eher mäßig. Jo, dann natürlich hier mal wieder etwas Abo-Werbung. Könnt ihr als E-Paper euch abonnieren. Zum Beispiel hier haben wir jetzt die Audivision und M-Games, die arbeiten ja so irgendwie zusammen anscheinend. Und ja, wie dem auch sei, etwas Werbung halt, ne? Pokémon, Karmesin, Purpur, also Pokémon boykottiere ich immer noch, egal ob Karten oder digital. Nicht meins. Goat Simulator, ja. Was die Welt so braucht oder nicht. Yum Yum Cook Star. Do Not Open. Oh, eine Wertung unter 40% habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Müll. Oh, das ist vernichtend. Okay, alles klar. Odd World gibt es auch noch. Soulstorm, verrückte Welt. Alles klar. Dann Midnight Suns auf zwei Seiten getestet. Mit dementsprechend guter Wertung auch. Ja, aus Strategie-Rollenspiel. Evil West. Ein Action-Spiel. Gungrave Gore. Oh, oh. Eben noch gesagt, unter 30. Jetzt haben wir sogar einmal unter 20. Oha. Yo, Gungrave Gore. Das ist doch das, wo ich eben sagte, alter Schwede, war das nicht das mit der dicken, fetten Werbeseite auf der ersten Seite? Yo, Tatsache. Jetzt erhältlich. Die Kritiken sind vernichtend. Okay. Ein Actionspiel, was anscheinend nicht so dolle sein dürfte. Aber ja, ne? Krass. Okay. Need for Speed, eine Serie, die auch nie stirbt. Die ist mittlerweile ja schon untot, nicht wahr? Die Sammlung Embracer Games Archive. Oh ja. Echte Retro-Liebhaber, ne? Sehr geil. Ja, so ein Archiv müsste man auch haben, ey, geil. Ja, Nachspiel, wie gesagt, da schauen wir mal hier, was gibt's hier denn? Far Cry 6, genau, hatten wir eben gelesen und so weiter und so fort. Dying Light 2, Bloody Tides, Warzone 2.0, Call of Duty. Extended, ich habe mich nicht von westlichen Spielen inspirieren lassen. Star Ocean, ja, guck. Jo. So, dann kommen wir zur Download-Sektion und wie ich immer sage, lecker, lecker. Schaut euch auf alle Fälle die Download-Sektion an, weil da laufen oder da kriegt ihr Spiele, die könnten sonst unter eurem Radar durchfliegen, beziehungsweise ja, ne? Man kriegt sie halt nur als Download. Wir fangen sofort an mit Front Mission. Und ja, wer Front Mission kennt, ja, es ist halt quasi so ein rundenbasierendes, feldbasierendes Strategiespiel, wie man das von Final Fantasy Tactics oder ja, mittlerweile tausend anderen kennt. Irgendwie ist der Moment schwer in Mode. Und ja, Front Mission war irgendwie halt, ne, mit diesen Läufern quasi die Wanzer, halb Walker, halb Panzer. Und das war auch, ich glaube, Front Mission 2 oder 3 habe ich exzessiv gezockt auf der PlayStation, war das, glaube ich. Und ja, hier ist das erste rausgekommen. Kostet mittlerweile aber 35 Euro und ja, das ist mir tatsächlich nicht wert. Die Wertung ist auch nicht ganz so besonders. Hm, hätte ich gedacht, dass sie besser kommt. So, was haben wir hier noch? Norco. Hm. Sagt mir gar nichts, Astronaut. MacPixel. MacPixel. Yo, Vampire Survivors. Das sieht ja wild aus. Was tut das? Ein Geschicklichkeitsspiel, okay. Verrückt. Das kenne ich gar nicht. Must have. Das will ich mir gleich mal durchlesen. The Oregon Trail. Strategiesimulation. Ah, okay. Im Wilden Westen ist ja geil. Auf so einen Scheiß stehe ich ja. Muss ich mir auch auf alle Fälle angucken. Little to the left. Okay. Denken. Oh. Railbound. Ein Eisenbahnspiel mit kleinen Spielzeugeisenbahnen. Und da haben wir es, Chained Echoes, gleich auch im Test. Und ja, super. Und ich hätte es nicht anders, ja, denke ich mal, bewertet. Ich bin noch nicht durch, aber ja, was haben wir denn da? Fazit, gelungene Hommage an glorreiche 16-Bit-JRPGs, die auch mit spannenden eigenen Elementen punktet. Ja, also genauso würde ich, das würde ich so unterschreiben. Ganz genau so, weil das Kampfsystem ist ziemlich innovativ. Wir haben hier gerade zum Beispiel ein Battlescreen. Ihr seht, ja, ihr seht das zum Beispiel nicht. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr mehrere Charaktere habt, könnt ihr die Charaktere einfach über R austauschen. Das heißt, wenn der irgendwie platt ist oder angekratzt ist oder ihr gerade einen anderen Move braucht, dann könnt ihr den einfach im Kampf austauschen. Total super. Und das tut euch auch noch gut für euer Overdrive-System.
Das ist nämlich auch so eine Sache. Gelb ist relativ neutral, die macht nur nicht so viel Schaden. Ihr müsst versuchen, immer im Grün im Overdrive zu bleiben. Und dann macht ihr mehr Schaden und den Schaden, den ihr kassiert, der, ja, der wiegt nicht so schwer. Kommt ihr aber ins Overheat, ins Rote rechts, dann, ja, dann haut ihr nicht so viel Schaden raus und ihr kriegt halt, der Schaden verursacht mehr Schadenspunkte, mit denen ihr einstecken müsst. Es ist immer so, dass hier oben links in der Ecke steht, was für eine Aktion, es gibt verschiedene Kategorien an Aktionen, was das wieder runterbringen würde, beziehungsweise, ja, also was runterbringen würde, beziehungsweise wenn ihr das nicht macht, wo der Pfeil dahin wandert. Ihr seht hier einmal einen großen und einen kleinen Pfeil, ich hoffe, ihr seht das auch. Und der kleine Pfeil zeigt immer das an, was ihr quasi, was die Aktion bewirken würde. Wenn ihr jetzt irgendwie eine Aktion hier mit diesem blauen Symbol nehmen würdet, dann würde der grüne Pfeil dementsprechend weiter links von dem großen Pfeil sein und würde euch dann wieder zurückbewegen. Des Weiteren kommt noch dazu, dass ihr, wenn ihr Treffer kassiert, euch der Pfeil auch weiter nach rechts geschoben wird. Das heißt, das muss man auch mit einkalkulieren. Ja, interessant ist auch noch, es gibt hier sowas, ja, so Rüstungen, ja, die nennen sich Himmelsrüstungen. Und die haben nochmal ein bisschen, also die nehmen das auch, das System, haben aber noch irgendwie diese Gear-Funktion. Also ihr könnt einen Gang quasi einlegen und da funktioniert das dann auch nochmal separat. Das ist eine coole Sache, alles zusammen. Und ja, der Typ, der sieht natürlich mega freaky aus auf der Aufnahme, so wie so ein bisschen verdruckter Künstler, aber das Spiel, schaut es euch an. Kann ich euch, wie gesagt, wärmstens empfehlen, ohne zu wissen, dass es hier drin ist. Ich hatte es euch ja am Anfang schon empfohlen. Chained Echoes, super gut. So, Ship of Fools, sagt mir gar nichts. Intrepid Easy, Orbital Bullet, Romancing Saga, Minstrel Song Remastered. Jo, auch gut abgeschnitten. Adventure Academia. Sagt mir auch nichts. Weiter geht's. The Night Witch, Jurassic World, Outbound Ghost. The Night Witch ist sehr gut abgeschnitten, beziehungsweise gut abgeschnitten. Terror of Hemasaurus. Okay, ja, super, must have, sagt mir mal gar nichts. Genre Action, okay. Sword of the Vagrant, habe ich tatsächlich ein, zwei sehr, sehr positive Reviews auf YouTube gesehen. So als Hidden Gem und so weiter und so fort. Weibliche Hauptdarstellerin mit zwei schlagenden Argumenten neben ihrem Schwert und trotzdem einer Top-Bauchmuskulatur. Nee, aber auch so Spaß beiseite, das Spiel, das macht einen sehr guten Eindruck, werde ich mir bei Gelegenheit, das ist auf der Wunschliste drauf, mal gucken, wann es im Angebot ist, dann werde ich mir das auch mal antun. So, weiter geht's in Bravery and Greed. Neo Geo Pocket Color Selection Volume 2, ja guck. Dann haben wir noch The Rumble Fish, okay, ein Prügler. Und Lunistis, okay. Und Togges. Ja, dann haben wir hier natürlich wieder unsere Tabelle. Was hier schon irgendwie quasi, was es noch an weiteren Download-Spielen gibt, mit Bewertungen an der Seite und so weiter und so fort. Und einen Preis, das ist immer sehr praktisch. So, Maniac nachbestellen, falls ihr was verpasst habt, dann könnt ihr das hier tun, ankreuzen, wie früher, einfach hinschicken. Wow, verrückt, oder? Jo, dann haben wir Import Only. Was ihr importieren könnt, sollt, müsst, dürft, was auch immer. Zum Beispiel für euren kurzen, ein Mario Kart, verrückte Welt. PlayStation Lotterie, okay, Merchandise, verrückt. Jo, alles klar. Die gute alte PlayZ 1, ne? Neben dem Super Nintendo meine zweitliebste Konsole. Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline. Oh, ich bin absoluter Fan von Offline-Spielen. Oh, hat auch sehr gut abgeschnitten hier tatsächlich. Sehr, sehr schön. Interaktiv am Strand mit der M-Games. Oder, ja, natürlich sehr schön Norwegen, ja. Das steht bei uns auch noch irgendwie auf der Reiseliste, ob wir das wohl jemand schaffen. Aber, ne, als alter Black-Metal-Fan, absolutes Must-Reiseziel. Ja, Special Edition mit exklusivem Cover. Hier geht's ums Abo. Wie ich jedes Mal sage an der Stelle, Abo, feine Sache hier. Könnt ihr machen. Kriegt ihr nach Hause. In der Regel ein, zwei Tage früher. Anderes Cover. Und jederzeit kündbar, das heißt, ihr kriegt den Differenzbetrag zurück. Printmedium, ich freue mich, ne? Kann ich nur sagen. So, Jahresrückblick 2022. Ach ja, wir haben ja Dezember, ne? Ist mir gerade mal irgendwie voll durchgegangen. Tatsächlich ist das ja schon wieder um. Und ja, wir schauen mal. Aufregend. Jo, Steam Deck war ja auch so eine Nummer, ne? Steht auch noch auf der Wunschliste, aber zu teuer im Moment, viel zu teuer. Jo, ne? Diverses ist rausgekommen. Auch ein kleines Konsölchen, so retromäßig. Ja, was würde ich denn zu dem Jahr sagen? Also prinzipiell, ach ja, und das ist auch schon wieder passé, würde ich sagen, definitiv ein geiles Jahr für Retro-Zocker. Und ich freue mich wirklich, dass das im Moment wieder so absolut in ist und wieder halt so programmiert wird. I love it.
Octopath Travel, auch ein super Beispiel. Ja, Spiele des Jahres, ja guck. Triangle Strategy ist dabei, wer hätte das gedacht? Blättern wir mal hier so ein bisschen nur rum. Okay. Okay. Das sagt mir gar nichts. Okay. Verrückt. Ja, das muss ich mir mal angucken. Der hätte jetzt nicht drauf getippt. Jo, Elden Ring natürlich. Wer hätte das gedacht, dass das auf den oberen Plätzen mit rumturnt? Natürlich. Sonderpreise. Platinum kenne ich gar nicht. Okay. Sachen gibt's. Ja, das werde ich mir mal in Ruhe antun. Und dann sind wir auch schon wieder durch, ne? Hokus Pokus ist das Jahr um. Vorschau 2023, das kommt nächstes Jahr. Das haben wir in der nächsten Ausgabe. Die Highlights der Game Awards. Test Fire Emblem Engage. One Piece Odyssey Black Trail Forspoken. Jo, alles klar. Liebe Leute, dann sind wir durch mit der M-Games Nummer. Kann ich nicht lesen. 352, Januar 2023. Soweit sind wir schon. Also sprich, eigentlich haben wir es ja Dezember. Ne, diesmal einen Monat vor. Und ja, in diesem Sinne, alle, die nur Videospiele oder nur die M-Games hier auf dem Kanal gucken, auch wenn sie das nicht tun sollten, sondern auch mal die anderen Sachen angucken, wünsche ich schon mal einen guten Rutsch, schöne Feiertage und zockt fleißig. Und ja, wie gesagt, Geheimtipp für die ruhigen, besinnlichen Weihnachtsstunden, Chained Echoes, Retro-Romantik mit viel Liebe, etwas Innovation, sehr, sehr geil. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß und frohes Fest. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.